Im letzten Video haben wir euch gezeigt, auf wie viele verschiedene Arten und Weisen Drogen an den Synapsen wirken können. Das war aber noch lang nicht alles, was ihr über Drogen wissen solltet. In diesem Video gehen wir noch ein bisschen genauer auf die verschiedenen Neurotransmitter und Hormone ein, die meist bei der Wirkung von Drogen eine Rolle spielen. Bevor wir mit den verschiedenen Neurotransmittern anfangen, schauen wir uns nochmal kurz den Aufbau und die Funktion von Nervenzellen an. Sie bestehen hauptsächlich aus einem Zellkörper, einem Axon und mehreren Dendriten. Nervenzellen bzw. Neuronen besitzen die Fähigkeit, Informationen von einer Stelle des Körpers an eine andere zu übertragen. Mit dem Axon können Sie die Information in Form eines elektrischen Signals wie in einem Kabel über längere Strecken weiterleiten. Hauptsächlich die Dendriten, aber auch manchmal der Zellkörper selber oder sogar die Axonenden enthalten Stellen voller Rezeptoren, an denen Sie das Signal von einer anderen Zelle über deren Axon erhalten können. Die schnelle Informationsübertragung von einem Neuron auf ein anderes findet im Normalfall zwischen dem Axon einer Zelle und dem Dendriten der nachfolgenden Zelle statt. Und zwar dann nicht mehr elektrisch, sondern chemisch mit Hilfe von Neurotransmittern. Man spricht von einer Synapse. Genau hier kann eine Feinregulation des Signals stattfinden und es kann verstärkt oder abgeschwächt werden. Hier greifen auch die meisten Drogen an. Die Neurotransmitter sind kleine chemische Substanzen. Das elektrische Signal sorgt dafür, dass sie vom Axonende in den synaptischen Spalt, also den Zellzwischenraum, ausgeschüttet werden. Transmitter befestigen sich dann an den Rezeptoren der Dendriten und sorgen dafür, dass ein neues, postsynaptisches Signal ausgelöst wird. Und zwar kann das wieder ein elektrisches sein, indem die aktivierten Rezeptoren dann Ionenkanäle öffnen und sich so die Ladung in der Postsynapse ändert. Aber es können auch andere Signalketten angestoßen werden, die dann meist die Stärke der Synapse oder überhaupt die Signalverarbeitung in dem zweiten Neuron beeinflussen. Wenn Sie das Signal mal ausgelöst haben, entfernen Sie sich wieder vom Rezeptor. Sie werden dann von Enzymen gleich im synaptischen Spalt abgebaut oder mit eigenen Transportern in das Axonende zurücktransportiert und dort recycelt oder auch abgebaut. Dann kann alles wieder von vorne beginnen. Was genau passiert, hängt vom Neurotransmitter ab, denn nicht jede Nervenzelle verwendet den gleichen Neurotransmitter, da gibt's einen ganzen Haufen. Und nicht, dass ihr glaubt, die wir jetzt aufzählen, wären alle. Das sind noch viel, viel mehr. Und Drogen können allen möglichen Neurotransmittern ins Handwerk pfuschen. Glutamat zum Beispiel ist einer der wichtigsten erregenden Neurotransmitter des Nervensystems. Das heißt, er depolarisiert schnell über Öffnung von Ionenkanälen, kann aber auch Langzeiteffekte haben. Er ist an so gut wie allen Hirnfunktionen beteiligt und steuert das Gedächtnis und Lernen, die Sinneswahrnehmung und die Bewegung. Gamma-Aminobuttersäure, kurz GABA, ist im Gegensatz der hauptsächliche hemmende Neurotransmitter des Gehirns. Es versucht Hyperpolarisation statt Depolarisation und neutralisiert so andere erregende elektrische Signale. Auch durch schnelle Öffnung von Ionenkanälen, aber eben anderen. Damit sorgt es dafür, dass weniger Aktionspotenziale entstehen und hemmt so die Ausschüttung von anderen Neurotransmittern an darauffolgenden Synapsen im Gehirnschaltkreis. Dieser Neurotransmitter sorgt unter anderem für Beruhigung und Schmerzlinderung, weil so weniger Schmerzsignale zum Gehirn gelangen. Die Schmerzübertragung zum Gehirn ist die Aufgabe der sogenannten Substanz P, einem Transmitter im peripheren Nervensystem. Jetzt kommen wir aber zu den Transmittern, die speziell interessant für die Wirkung von Drogen sind. Der Neurotransmitter Serotonin beeinflusst unsere Stimmung und steuert das Lern- und Erinnerungsvermögen. Eine weitere Aufgabe von Serotonin beinhaltet die Steuerung der Körpertemperatur, des Schlaf-Wach-Rhythmuses und des Appetits. Bei starkem Serotoninmangel kann es zu Depressionen kommen. Drogen, die den Serotoninspiegel beeinflussen, können also so Einfluss auf unsere Stimmung nehmen. Dann ist da noch das Dopamin. Das spielt eine Rolle beim Gedächtnis, bei Denkvorgängen oder Körperbewegungen. Denn wenn wenig Dopamin vorliegt in einer Region, die die schwarze Substanz oder auch Substantia nigra heißt, fängt die unkontrollierbare Zitterei an, die man von Parkinson-Patienten kennt. Vor allem ist Dopamin aber der Haupttransmitter des sogenannten körpereigenen Belohnungssystems, das bei schönen, also als erfreulich oder als angenehm empfundenen Erlebnissen aktiviert wird oder, wie man inzwischen meint, schon durch die
die Erwartung darauf oder das Verlangen danach. Deshalb nennt man dieses Dopaminsystem inzwischen auch Motivations- oder positives Erwartungssystem. Es ist, wenn es außer Kontrolle gerät, wahrscheinlich hauptsächlich für die Entstehung von Suchtverhalten verantwortlich. Dafür, dass man fast zwanghaft etwas immer wieder tun will. Anders als es lange vermutet wurde, ist für das eigentliche Hochgefühl, was wir durch gutes Essen, Drogen, Sex, Erfolge oder andere schöne Dinge erlangen, dann nicht das Dopamin verantwortlich. Die Belohnungs- oder Hochgefühle selber lösen unter anderem die körpereigenen Opioide, wie die Endorphine oder Hormone wie Oxytocin aus. Von Endorphinen habt ihr sicher schon mal gehört. Ihre Ausschüttung regt indirekt das Belohnungszentrum an und lindert Schmerzen. Endorphine kontrollieren ebenfalls die Atmung, sorgen für Hungerlinderung und können Euphorie bewirken. Sie sind verantwortlich für das sogenannte Runner's High von Langstreckenläufern. Sie modulieren vor allem andere Neurotransmittersysteme und haben dafür eigene Opioidrezeptoren. Davon gibt es auch viele im peripheren Nervensystem, wie dem des Darms, den sie entspannen. Das Oxytocin ist ein Botenstoff, der aus der Hirnanhangsdrüse ins Blut abgegeben wird. Es wirkt so als Hormon, kann aber auch im Gehirn selber als Neuromodulator funktionieren, ähnlich den Endorphinen. Es wird momentan auch Wohlfühl-, Kuschel-, Treue- oder Bindungshormon genannt, weil es durch zärtlichen Körperkontakt beim Stillen oder auch beim Orgasmus ausgeschüttet wird und wohl damit für Gefühle der sozialen Zusammengehörigkeit sorgt. Auf jeden Fall hauptsächlich für sehr positive Gefühle. Außerdem noch interessant ist der Neurotransmitter Anandamid, ein sogenanntes Endocannabinoid, also ein körpereigener Stoff, ähnlich dem Wirkstoff von Cannabis. Er steuert das Erinnerungsvermögen, den Gleichgewichtssinn und die Koordination verschiedener Bewegungsabläufe, hat aber auch einen Einfluss aufs Hungergefühl. Das Anandamid kann indirekt auch Einfluss auf das dopaminerge, körpereigene Belohnungssystem nehmen und es verstärken. Aber auch das als Stresshormon bekannte Adrenalin zum Beispiel hat seine Rolle bei Drogenwirkungen, hier jedoch eher bei den aufputschenden Drogen. Es wird in den Nebennieren gebildet und über das Blut im Körper verteilt. Es lässt unser Herz schneller schlagen und sorgt dafür, dass sich die Lungenbläschen ausdehnen. So steht den Muskeln mehr Sauerstoff zur Verfügung. Allgemein fühlt man sich durch Adrenalin wacher, stärker und energiegeladen. Aber auch im Gehirn funktioniert es als Neurotransmitter und regelt dort wohl die Schaltkreise, die für die Blutdruckkontrolle zuständig sind. Die meisten Drogen beeinflussen nun nicht nur einen einzigen Neurotransmitter, sondern mehrere auf direkte und indirekte Weisen. Ihr merkt schon, ganz komplexes chemisches Gleichgewicht da bei uns im Kopf, das man auch schnell aus dem Gleichgewicht bringen kann. Aber nochmal zurück zu dem Belohnungs- oder Erwartungssystem, das wir jetzt schon so oft erwähnt haben. Da fragt ihr euch bestimmt schon, was kann man sich darunter jetzt eigentlich vorstellen? Gibt's da Sternchen oder Smileys? Wenn ihr dazu was wissen wollt, dann lasst die Playlist zu Drogen einfach weiter durchlaufen. Und wenn ihr wissen wollt, wie etwas Spezielles wirkt, zum Beispiel THC, der Wirkstoff aus Cannabis, dann klickt hier. Also wie immer, macht's gut Leute, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Video. Ciao.